Hallihallo zu einem neuen Video. Wir starten die Grillsaison für 2022 und haben uns dafür was Neues besorgt. Vor kurzem waren wir ja bei Obelink und sind da so ein bisschen durchgeschlendert. Und da haben wir zugeschlagen. Wir haben schon länger nach einem Grill gesucht. Sonst hatten wir immer so einen kleinen Batteriegrill. Wie auch genau, ein Kohlegrill mit so einem kleinen Batterieventilator. Hat bedingt funktioniert und da man jetzt nicht überall Grillkohle verwenden darf, haben wir uns jetzt für einen Gasgrill entschieden. Und als wir dann mal spontan zu Obelink gefahren sind, haben wir einen Kadergrill mit eingebaut. Ich hoffe, man sieht das auf der Kamera. Und zwar steht der jetzt hier. Wir haben einmal den Grill, dann haben wir einen Gasschlauch und Anschluss mitbekommen. Und wir wollen mal funktionieren, ob unser Pepper und der Grill harmoniert. Wie wir den anschließen, müssen wir mal gucken. Also vielleicht, wenn wir Glück haben, können wir es direkt an der Gasflasche anschließen, ohne die Gasflasche rauszunehmen. Ja, wir würden sagen, dann fangen wir mal an wir packen den Grill mal einfach aus und schauen mal, was da so enthalten ist und nehmen euch dann mal mit. Wir haben hier den Kardag Grillochef 2 stehen und den wollen wir jetzt mal ausgiebig testen heute und wir wollen jetzt mal in den Sommer reingrillen. Es wird das erste Grillen dieses Jahr, so langsam wird das Wetter besser, der harte Winter scheint vorbei zu sein. Ich würde sagen, wir packen das gute Stück mal aus. Wir sollten uns beeilen, weil das Grillfleisch ist im Kühlschrank, das wartet darauf, gegrillt zu werden. Und ich würde sagen, diese ehrenhafte Aufgabe darfst du heute übernehmen. Das Auspacken? Das Auspacken. Und das Grillen machst du? Ich drehe nachher die Würstchen. Sehr gut. Dann wollen wir anfangen zu Beginn? Wir fangen an. Zu Beginn? Zu Beginn. Sehr gut. Auf geht's. Johanna, der Tisch sagt. Was hast du gemacht? Hä? Haben wir so. Die festgeschraubt? Doch, klar. So, jetzt hält er wieder. So, danke, dass wir so gut vorbereitet sind und ein Messer haben, um das jetzt aufzuschneiden. Mugli, passt du auch auf? Das ist unser neuer Grill. So, Johanna, willst du jetzt auspacken oder soll ich auspacken? Wenn ich auspacken zusammen. Soll, dann back die Finger weg. Wir machen das zusammen. Ja, dann machen wir das zusammen. Das kann ja wieder was werden heute hier. Dann machst du da mal weiter. Okay, ich will ein Messer. Das Coole ist, ich glaube, das hast du noch gar nicht gesehen, ne, dass hier eine Tragetasche bei ist und man den nach Benutzung immer wieder zusammenbauen kann. So. Da. Machen wir das mal einmal alles auf den Tisch. Das ist die Tragetasche, ne? Das ist auch noch eine. Willst du die Anleitung lesen? Anleitungen lesen wir nie. Okay. Das ist die Tragetasche. Willst du noch mal einmal gucken, ob der Blickwinkel noch passt? Wir haben eine schöne neue Kamera und wir sind total mit dem Objektiv überfordert, weil das so ein spezielles Ding ist, was für uns eigentlich zu speziell ist. Daher kämpfen wir da noch ein bisschen mit rum. Johanna wollte ja unbedingt eine professionelle Kamera haben und unbedingt super Fotos machen. Und jetzt haben wir den Salat. Die Kamera, da musste wahrscheinlich 10 Fotolehrgänge für machen. Festbrennweiten und Zoom-Objektiv und was hast du nicht alle gehört, was da alle für Funktionen bei sind. Jetzt haben wir so ein 55 mm Brennweitenobjektiv dran. Und Johanna kämpft. Johanna kämpft und kämpft und kämpft. Ich fühle mich schon bald so wie so ein Marktschreier hier heute beim Auspacken. Wollt ihr auch noch eine Mettwurst? Wollt ihr noch eine Wurst? Wurst gibt's gleich. Wurst gibt's gleich. So, Johanna, wollen wir mal eine Testaufnahme machen? Siehst du die Balken? Springen die hin und her? Haben wir Ton? Wir haben Test, Ton. Test, Ton, Test. So, Johanna hat sich jetzt durchgesetzt. Johanna hat jetzt das andere Objektiv drauf bekommen. Mal gucken, ob es damit besser wird. Und mal gucken, ob das ganze Video überhaupt was wird oder ob da total in eine Grütze geht.
Weil so viel Hoffnung setze ich da gerade nicht drauf. Johanna sagt, das ist jetzt Kacke, die will wieder ein Handy nehmen. Mein Reden. Aber nu. Thomas, wessen Idee war das, so eine Kamera zu kaufen? Ja, es ist nicht immer alles besser als das Vorhandene. Haben wir auch beim Pepper übrigens gemerkt. Sind da mittlerweile echt zufrieden mit und mag es kaum glauben. Bis auf. Nein, wir fangen nicht an. Alles gut. Ein super Fahrzeug. Ach, herrlich. Habe ich das Messer jetzt mit weggeschmissen? Es liegt da vorne in der Ecke. Bei der Blume. Ich hatte so eine harte Woche. Ich wollte eigentlich dieses Wochenende nur auf dem Sofa liegen bleiben und gar nichts machen. Johanna hat aber gesagt, wir machen jetzt noch ein Video. Wir wollen jetzt angrillen. Daher weiß ich noch nicht so recht, ob ich jetzt... Ja, kann sein, dass ich heute einfach ein bisschen durchgeknallt bin, weil irgendwie nach übermüdet kommt blöd. Aber mal schauen. Spätestens als er das Fleisch gesehen hat, das ich gemacht habe, und die Würstchen, da war er wieder glücklich. Ich habe mich leicht überzeugen lassen. Dachte ich mir, okay, für eine Wurst kannst du das wohl machen. Hast du alles ausgepackt? Fast alles. Oh, hier ist sogar noch Werkzeug dabei. Also müssen wir dieses Mal kein Messer oder Löffel nehmen. Nee. Oh, hier, guck mal, das ist wie beim Weber hier, so eine Temperaturanzeige. Johanna, hältst du das neue Objektiv auch schön ruhig? Ja. Nicht, dass wir nachher einen Wackelsalat bekommen hier mit dem Video. Das brauchen wir nicht. Weißt du, was du da tust? Noch nicht, aber bald. Ich glaube, das mit dem Aufbauen geht ganz schnell. Ich brauche nur einmal das Bild vorne. Und dann sollte alles geklärt sein. Wir haben auch eine Anleitung dabei. Möchtest du die lesen? Noch nicht. So, wir haben hier das schöne Bild vorne auf dem Karton. Wir haben eine Anleitung dabei. Möchtest du vielleicht jetzt einmal reinschauen? Das kann man drehen. Ich brauche keine Anleitung. Siehst du? Ich habe nur mal irgendwo gesehen, dass man das Ding schnell auf- und abbauen kann. Das ist ja geil. Dann ist er ja im Handumdrehen auf- und abgebaut. Das heißt, eigentlich hatten wir gedacht, wir müssen das Ding immer im Ganzen transportieren. Bis wir dann gemerkt haben, mit ein paar Handgriffen ist der Grill auf- und abgebaut und wir können ihn einfach in einer Tüte verstauen. Danach haben wir uns dann natürlich noch mal einmal extra gefreut. Das ist natürlich richtig cool dann. So, wenn man jetzt davon ausgeht, dass... Und du weißt immer noch, was du da tust. Ja, das muss hier drauf. Dann haben wir den hier drüber. Das ist total lustig. Guck mal, wie schnell der wieder auseinandergebaut ist. Der ist ja nur gesteckt. Also ich freue mich gerade, dass wir den Grill ausgesucht haben. Der scheint wirklich super zu sein. Wir bekommen ihn sogar ohne Anleitung zusammengebaut. Wir haben noch nicht mal Mittag gegessen, Johanna. Wie spät ist das? 16:30. Jetzt haben wir Zeit. Wir dürfen keine Komplikationen auftreten heute.
Einkerbung. Also bei diesem Video sind wir überhaupt nicht vorbereitet. Nochmal gucken wir uns meistens immer irgendwo nochmal eben eine Anleitung an oder gucken vorher nochmal eben einmal, wie das funktioniert, bevor wir das selber versuchen zu erklären. Das haben wir diesmal überhaupt nicht gemacht. Ich glaube, das sieht man. Ach hier, guck mal, dieser... Oder ist der Topf da noch drinne? Dann ist der doch dabei. Hier, sehr cool. Muss der dann einfach nur da so raufgestellt werden? Das sieht ziemlich wackelig aus. Oder gibt es da eine spezielle Richtung? Kann man es ja nicht müssen, oder? Ich möchte das mal kurz festhalten. Thomas hat gerade die Anleitung geholt. Irgendwie wiegt das ein bisschen instabil, wenn man das da so einfach drauf stellt. So sieht das aus, wenn Thomas in die Anleitung schaut und sich denkt, das kann alles nicht stimmen, was da steht. Nee, das kann so nicht sein. Das wird so richtig sein. Das heißt, ja, jetzt schmeiße ich die Anleitung schon wieder da in den Müll. Das muss hier stehen. So, hier steht es fest. Das ist so, wie es muss. Und dann, warum auch immer, wird das da einfach nur draufgelegt. Und das ist so korrekt. Das kann doch nicht sein. Das wackelt ja wie Sau. Oder sind die Dinger krumm? Ich weiß, wer der Erste ist, der durchdreht, wenn er da seine Würstchen drauf dreht und das Ding hin und her wackelt. Das ist doch komisch. Guck mal, wenn wir den hier schon drauflegen, ne? Ist das Teil krumm? Das Teil ist krumm. Hier, danke, Obeling. Oder B-Ware hier. Nicht an den Stuhl, Thomas. Ja. Hä, von welcher Seite ist das denn hier faul? Ich habe viel zu wenig Platz. Wir haben immer noch nicht den Fehler gefunden, warum das so wackelt. Also ich kann es mir nicht vorstellen, der Grill kostet über 200 Euro, glaube ich. Und irgendwas ist hier aber dann nicht richtig. Das kann ich sagen. Weil hier ist alles fest. Ich will mal einmal was gucken. Wir haben hier noch die Pfanne, wie die sich denn so schlägt. Sag mal, ist das normal? Ich glaube, wenn da jetzt was drin ist, dann ist das nicht schlimm. Also es wird ja trotzdem warm, aber... Oder haben wir den Boden so krumm? Nee. Aber der sitzt besser. Hier.
Das geht. Uns kommt das ziemlich wackelig vor. Wir lassen das jetzt mal so. Also schreibt uns gerne an, wie das bei euch so ist, falls ihr den auch habt. Würde uns mal interessieren. Also, naja, das gibt ja jetzt gerade erstmal einen Abzug in der B-Note, wenn das so richtig sein sollte. Ich glaube, hier ist eher irgendwas krumm. Wir können es auch in alle möglichen Richtungen drehen, aber naja gut, wir müssen ja nicht dran wackeln, wir müssen ein bisschen wenden. Wir probieren mal oder gucken mal, wie es denn nachher im Echtbetrieb ist. Also wollen wir es testen, damit zu grillen? Ja klar, machen wir. Ist ja nur ein bisschen am Wackeln. Heiß wird es ja trotzdem. Okay, dann mache ich das Rost mal eben sauber. Wir wollen ja nicht wackeln, wir wollen ja Würstchen wenden. Okay, ich mache das Rost eben sauber und dann versuchen wir mal, den Anstoß fertig zu bekommen. Ach Quatsch, einmal aufheizen und sauber brennen. Nein, das wird sauber gemacht, Thomas. Ja, bitteschön. Johanna, wir nähern uns dem Abendessen. So lange wird es auch wirklich dunkel hier. Dunkel? Ein bisschen. Meinst du, kriegen wir wohl noch Essen, bevor es nachher dunkel wird? Kommt drauf an, wie du dich jetzt da anstellst. Ich hoffe nicht zu blöd. So, mal gucken, ob unser Plan aufgeht. Also er hat da gerade so einen Anschluss abgeschraubt. Und zwar den hier. Jetzt bin ich mal gespannt, wenn wir... Wir haben hier ja hier diese Duo Control. Ist die Frage, welche Flasche ist an die? Das heißt, die können wir theoretisch abdrehen. Weil das die Reserveflasche ist und die nehmen wir dann einfach für den Grill. So der Plan. Thomas, warum hast du ein Loch im Pulli? Wahrscheinlich bei dem ganzen Elan heute bin ich irgendwo mal hängen geblieben. Mir ist vielleicht auch gar nicht schlecht, dass der Pulli mal kaputt geht, weil den habe ich viel zu oft angehabt. Du meckerst ja auch immer an mich rum. Ich habe immer die gleichen Plove an. Aber wie ihr wisst, bin ich nicht so für Klamotten-Shopping. Ein Plove in der Woche reicht. Natürlich nicht. Ja super, jetzt haben die uns den falschen Anschluss gegeben, oder was? Ich glaube, das passt nicht drauf. Oder? Doch, passt doch drauf. Weißt du, was du da tust? Ich glaube schon. Ey, das funktioniert. Das ist echt cool. So, jetzt haben wir alles zusammen. Das heißt, den Grill, den können wir ganz schnell auf- und abbauen. Der ist ja so schon fast abtransportfertig. Wenn die Beine weg sind, könnten wir losfahren. Sau cool. Guck mal. Komm mal hier rum. So, wir stecken den Grill schnell zusammen, machen die Klappe auf, nehmen eben eine Flasche ab, machen den Grill da dran, machen die Klappe wieder ein Stück zu, stellen den Stuhl davor. Dann haben wir hier, vielleicht sollten wir noch mal auf Dauer ein Stück längeren Schlauch nehmen, aber ich glaube, das reicht auch. Das ist ja cool, dann brauchen wir nicht mal einen Außengasanschluss, weil wir die Gasflaschen da so super sitzen haben. Dann würde ich sagen, stecken wir mal den Grill wieder zusammen und gucken mal, was passiert. Mal den noch mal rein. So, in der Theorie haben wir hier auch einen Knopf zum An. Zünden, dachte ich. Die Gasflasche aufmachen, dann geht es auch ein Stück besser. Mogli! Hier, guck mal, ich finde wieder ein Hase im Acker. So, jetzt haben wir auch Gas an. So, Leute, war schön mit euch Videos gedreht zu haben, falls es jetzt eine Explosion gibt. Ansonsten bleibt dran und esst gleich mit uns Bratwurst. Man sagt ja, bei Gas soll man vorsichtig sein. Wir können nicht immer alles schlecht reden, aber warum fällt der Knopf jetzt einfach ab? Jetzt, ich höre nicht mal Gas. Ich sehe schon die ersten Kommentare. Leute, lest erstmal die Anleitung. Aber ganz ehrlich, was soll man denn falsch machen an einem Knopf drehen?
Und das ist eine Kindersicherung, dass man den Knopf abnehmen kann, dass da keiner ran kann. Ja, du kannst ja auch so drehen. Muss man da echt mit einem Stabfeuerzeug ran? Meinst du, das steht da so drauf? Die Anleitung ist doch da drin, Thomas. Vielleicht einmal reinschauen. Ich hab da was entdeckt. Was entdeckt? Habe ich was entdeckt? Nee, glaube nicht. Doch, hier, wir haben alles falsch rumstehen. So, gucke mal. Wir müssen das auch so stehen haben, wie es sein soll. Hier gibt es einen Funkenknopf. Jetzt machen wir ein bisschen. Oh, hier. Gucke mal. Ich glaub's nicht, Thomas. Und das Ganze. Und aus. Ohne Anleitung, Thomas. Was mir nur nicht gefällt, ist das ganze Wackelige. Ich weiß jetzt nicht, ob wir das einfach nur. Ich meine, klar, hier ist jetzt aber. Kannst du den Stuhl da bitte wegstellen? Das ist ein bisschen gefährlich, was du da machst. Machen wir mal hier Flamme aus und dann machen wir noch mal den frisch gereinigten. Ich glaube, das wird so aber richtig sein. Dass das so wackelt, das glaube ich nicht. Aber schreibt es gerne mal in die Kommentare, naja, ob das so bei euch auch so wackelt. Wir machen jetzt auf jeden Fall ein bisschen Zunder, weil Hunger. So, es wird schon mal warm. Jetzt brauchen wir nur Fleisch. Das heißt, ich gehe mal schnell rein und hole es aus dem Kühlschrank. Genau, ich halte schon mal vor, was wenig Sinn macht, aber ich mache es trotzdem einfach mal. So, darf ich starten? Darf starten. Sehr gut, so denn. Das gefällt mir jetzt schon. So, Flamme ist da. War gut, dass ich dir noch ein Bier mit eingepackt habe, ne? Hast du? Ich habe dir eins eingepackt. Ich hatte mir heimlich. Ich wollte ja keins. Ich hatte mir aber auch schon eins eingepackt, da mal hineingesagt. Das heißt, ich habe zwei Bier. Oh, Thomas. Und jetzt darf ich nicht mehr machen, dann kriege ich wieder Ärger. Lass uns mal gucken. Erstmal Spieße. Selbst gemacht. Boah, gerade angemacht. Guck mal, wie viel Zunder da schon drunter ist. Oh, für zwei Personen ist das eine super Größe, ne? Was ist denn da drin? Ein bisschen Gemüse. Wir haben aber gar keinen Umdreher. Doch, habe ich neu gekauft. Ich bin jetzt Fan von Gasgrill, sonst habe ich immer auf Kohle geschworen. Aber das ist ja mal eben schnell gemacht. Ist auch cool, wenn man noch mal abends eben irgendwo auf dem Stellplatz anfährt. Mal im Ruckzuck Essen machen will. Weil dann im Wohnmobil spritzt immer alles wild west durchs Fahrzeug. Und das ist natürlich eine super Alternative. Johanna, wann testen wir denn diesen großen Topf? Wozu ist der eigentlich? Wollen wir da mal Bratkartoffeln machen? Bratkartoffeln, Rührei, da finden wir einiges. Gut, dass wir die Größe genommen haben und nicht den ganz großen. Der ist wirklich ausreichend. Für uns beide auf jeden Fall. Ja. Muss ich die Alutüten auch umdrehen? Nee, die kannst du einfach so stehen lassen. Jetzt nochmal, um auf dieses Klapperthema zurückzukommen. Also jetzt so beim Grillen merkt man es überhaupt nicht mehr, wenn man hier ein bisschen drauf drückt. Aber ich glaube, das ist normal. Das ist nicht schlimm. Aber beim Grillen merkt man es auf jeden Fall nicht. Bis jetzt positiv überzeugt. Und wenn das Fleisch nachher auch noch schmeckt, bin ich nicht nur positiv überzeugt, sondern auch noch satt. Das ist ein Mini-Knöbel. Das kann nicht funktionieren. Ich glaube, ich muss ein bisschen runterdrehen, oder? Ist zu viel Hitze drauf. Spieße kann ich nicht machen. Steaks kriege ich hin und Wurst, aber keine Spieße.
da wir gerade das Ende ein bisschen verkackt haben mit dem Ton, dachten wir, wir zeigen noch mal einmal, wie schnell wirklich der Grill auf- und abgebaut werden kann. Also das ist wirklich rasend schnell. Das wussten wir beim Verkauf oder beim Kauf auch noch nicht. Aber er ist wirklich ruckzuck aufgebaut. Dann haben wir die Beine eingesteckt. Die werden verschraubt. Das war's schon. Und jetzt könnte man schon den Gasanschluss anschließen und starten. Genial. Lass mal laufen. Genauso schnell wie er aufgebaut ist, ist er dann auch wieder verpackt und abgebaut. Nach dem Nutzen sollte man ihn natürlich einmal kurz reinigen. Was auch richtig gut ging, ich weiß nicht, ob das eine speziell beschichtete Oberfläche war, aber wir konnten gerade nach dem Grillen einfach mal eben alles abputzen. Das längste am Abbauen ist immer noch dieses Zusammenpacken in den Beutel rein. Ich meine, wenn das geübt ist, wird es wahrscheinlich auch eine Nummer schneller gehen. Hattest du den da gerade noch mit unten reingepackt? Ach so, da sind sogar zwei Lagen. Ja, perfekt. Decke schieben wir wieder rein. Das Schöne an diesem Grill ist halt, weil er so schnell auf- und abgebaut ist, dass man nicht lange überlegen muss, ob man mal eben schnell den Grill anschmeißt und ein paar Würstchen macht. Weil das mit ein paar Handgriffen ist das Ding dann so schnell auf- und abgebaut. Das war's schon. Ich hoffe, wir haben noch die Kurve gekriegt bei diesem Video und das war nicht so ganz chaotisch. Wir sind natürlich mal wieder total unvorbereitet gestartet und ja, oft wissen wir da nicht so recht, was wir selber tun. Ich hoffe, das ist jetzt nicht so rübergekommen und euch hat das Video gefallen. Ein bisschen einen kleinen Einblick in den Grill wird es wahrscheinlich gegeben haben. Ansonsten ja, hoffen wir, dass wir ein bisschen Unterhaltung bieten konnten. Bis dahin, macht einen Daumen nach oben und lasst ein Abo da. Und der Muckli, der will jetzt raus. Da jault er schon. Oder sieht er irgendwo einen anderen Hund? Muckli, was ist los? Willst du auch Tschüss sagen? Sag mal Tschüss.